Mein Name ist Christian Lumberger, ich bin 44 Jahre alt und seit 11 Jahren als Steuerberater bestellt. Meine Kanzlei hat sich vor mehreren Jahren schon auf das Thema digitale Buchführung spezialisiert. Grund ist der, dass meine Mitarbeiter und ich schon relativ frühzeitig erkannt haben, wie wichtig dieses Thema in der Zukunft sein wird. Die Vorteile des Mandanten in der digitalen Buchführung sehe ich darin, dass er sich diesen lästigen Pendelordner spart und jederzeitigen Zugriff auf seine Buchführungsauswertungen und auch seine Buchführungsbelege hat. Besonders viel Spaß und Freude haben aber die technisch affinen Mandanten daran, die sich dann auch wirklich mit dem Programm auseinandersetzen und ein bisschen tiefer einsteigen. Für mich als Steuerberater hat die digitale Buchführung den Vorteil, dass ich mir Zeit sparen kann. Und meinen Mandanten kann ich diesen Zeitvorteil mit dem Honorar weitergeben. Ich persönlich denke, dass das Geschäftsfeld der Buchführung weiterhin den Steuerberatern erhalten bleibt. Nur wird es sich dann eben eher auf einer digitalen Ebene abspielen und wir werden mehr zum Datenmanager werden. Dafür haben wir dann aber mehr Zeit, um uns wirklich mit dem Mandanten selbst zu beschäftigen, mehr in die betriebswirtschaftliche Beratung einzusteigen. Aus meiner Sicht ist es nicht die Frage, ob der Mandant auf die digitale Buchführung umsteigt, sondern wann er umsteigt. Wir versuchen dabei, den Mandanten an die Hand zu nehmen und ihm diesen Umstieg so einfach wie möglich zu machen.